Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon wieder Montag, der 28. Oktober 2024. Und ich singe ein kleines Liedchen, Schneeflöckchen, Weißröckchen. Du weißt, warum ich das singe. Guten Morgen, lieber Andreas. Ja, guten Morgen, liebe Eva. Ja, es ist wirklich unglaublich. Aber heute Morgen, ich ging um 6:30 raus, die Tür von dem Hühnerstall aufzumachen. Und da komme ich raus und da fängt es ganz vorsichtig an zu schneien. Und ich denke, ui, die ersten kleinen Flöckchen. Und plötzlich fängt es richtig an zu schneien. Und dann hatten wir innerhalb von einer Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr, eine weiße Schneedecke tatsächlich auf den Rasen. Mittlerweile wieder weggetaut, es ist schon wieder warm. Die Sonne scheint, stahlblauer Himmel. Aber hier ein ganz kurzes Winterintermezzo. Ganz toll. Vor uns sehen wir den See in einem tiefen, dunklen Blau. Fast schon eine bedrohliche blaue Farbe, so mit ganz vielen Schaumkronen. Also es ist schon ein bewegtes Wetter, aber traumhaft schön und Sonne zurzeit noch. Ja, es bleibt doch erstmal schön. Ich bin ganz überzeugt, jedenfalls, wenn ich nach deinen Wettervorhersagen gehe, lieber Andreas. Wir fangen an, ihr Lieben, und damit kommen wir zu einer Ankündigung. Es ist endlich wieder soweit. Es gibt wieder einen Kongress, einen Online-Kongress mit vielen wirklich prominenten, hochspektakulären Namen und Themen. Und unser Kongress heißt Kühn durch die Zeitenwende. Da haben wir lange gearbeitet an diesem Titel, Andreas. Naja, so lange nun eigentlich auch nicht, aber wie man das am besten ausdrücken kann, was wir meinen. Wir sehen, dass die Zeit sich überschlägt. Wir sehen, dass wir auf einen Zenit zulaufen und man spürt jetzt, dass tatsächlich ein Neuanfang schon zu riechen ist. Und ich glaube, diese Zeitenwende, die wird immer näher kommen. Und aus diesem Grunde haben wir den Kongress auch so weit vorgezogen, dass wir sagen, jetzt ziehen wir ihn so schnell wie möglich durch, bevor wir hinterherhinken nachher, falls die Zeitenwende dann schon anfängt, um uns natürlich und auch unsere Zuhörer alle vorzubereiten. Und wir freuen uns natürlich sehr darauf. Ja gut, wir sind ja mittendrin in der Zeitenwende. Das hat jedoch der Kanzler Deutschlands, Olaf Scholz, schon vor 2 Jahren erklärt. Wir selber sprechen vom Nadelöhr, in dem wir mittendrin sind. Und wir möchten einfach, dass alle, die jedenfalls interessiert daran sind, stark zu bleiben in dieser Zeit, auch stark sein können. Und deswegen machen wir diese Programme hier, den Sender am Silbersee und laden eben hochinteressante Persönlichkeiten ein. Zum Beispiel wird ja ganz offiziell im Herbst, im November jetzt die offizielle Biografie von Angela Merkel erscheinen. Von einer Biografin, die bei Kiepenheuer und Witt schon lange für die Causa Merkel zuständig ist. Und es wird sicherlich so ausfallen, dass alle nochmal im Nachhinein Angela Merkel ganz toll finden können. Was wir aber gemacht haben, wir haben gleich 2 Biografen eingeladen für ein Interview jeweils, also einzelne, die haben auch nicht zusammengearbeitet, die jeweils eine Biografie über Frau Merkel geschrieben haben, die ziemlich, ziemlich kritisch ist. Also zum einen wird Gerold Käfer dabei sein, der das Buch herausgebracht hat, Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam. Wir haben das hier schon mal eingestellt im Kanal. Und mit ihm habe ich ein Vorgespräch geführt und das ist wirklich sehr spannend, was er dort von sich geben wird und mal so das private Freundschaftsumfeld von Angela Merkel, der ehemaligen Bundeskanzlerin, tief ausleuchtet. Und dann kommen wir nämlich zu ganz neuen Erkenntnissen, warum Frau Merkel damals mit einer Menge Rückenwind, von dem man nur so am Rande in den Klatschblättern erfahren hat, vieles durchsetzen konnte, was heute Deutschland kaputt gemacht hat. Ja, und das ist wirklich das Entscheidende, diese tiefe Ausleuchtung des Themas, die im Übrigen auch dann wirklich ganz klar bestätigt,
das, was wir hier schon seit Jahren auch immer wieder erzählen und viele andere natürlich auch. Es gibt eine regelrechte Zerstörungsagenda und die lässt sich jetzt hier in einer sehr klaren Form nacharbeiten und wirklich durchanalysieren. Und das sind auch schockierende Zusammenhänge, die wichtig sind, um zu verstehen, warum wir heute da sind, wo wir heute sind und wie man dann im Prinzip mit der Jahrtausendwende, 9/11, all diese Dinge, die da gelaufen sind. Kanzler Schröder musste dann damals zurücktreten, weil ja Frau Merkel übernommen hatte. Und bis zu diesem Zeitpunkt lief ja noch alles verhältnismäßig günstig, zumindest was die Ökonomie anbelangte. Und alle wussten natürlich, dass es Probleme geben wird. Aber man hätte sie auch vernünftig im Sinne der Menschen lösen können. Stattdessen hat man sich für den extremen Weg des völligen Chaos und des offenbar auch beschlossenen Zusammenbruchs auch der Bundesrepublik Deutschland, das heißt der freie Fall des Finanzsystems, die Deindustrialisierung und all diese Dinge, also diese Größenordnung hätte ich nicht erwartet, dass wir sie in dieser Klarheit hier hören dürfen und auch bewiesen bekommen natürlich. Ja, und ich möchte auf die andere Biografie hinweisen, die erscheinen wird. Übrigens gibt es eine Hintergrundinformation, die vielleicht nicht ganz uninteressant ist, Andreas. Es erscheint ja ganz offiziell Ende November am 26. die Autobiografie von Angela Merkel bei Kiepenheuer und Witsch, für die, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt, sie einen zweistelligen Millionenvorschuss erhalten hatte. Und diese Autobiografie, diese offizielle, wird gleichzeitig in 30 Ländern erscheinen. So geht Politik dann weiter, oder? Ja. Einen zweistelligen Millionenvorschuss, also nicht das Gesamte, sondern Vorschuss. Zweistellig Millionen bedeutet also mindestens 10 Millionen, vermutlich erheblich mehr. Und das, finde ich, ist schon eine ziemlich große Sache für eine Kanzlerin, die im Normalfall 30.000 Euro im Monat verdient hatte. Bekommen hat. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt. Und hier sehen wir natürlich, dass das Spiel auch der korrumpierenden Strukturen insgesamt natürlich auch über die Zeit einer solchen Kanzlerkandidatur natürlich oder einer Kanzleramtstätigkeit hinausgeht. Sehr, sehr spannend, was da kommt. Aber es fliegt uns ja auch jetzt alles so ein bisschen um die Ohren und ich möchte in deren Haut auch nicht stecken. Nein, es wird wirklich sehr interessant. Also die zweite Biografie, die kritisch ist, die trägt auch den Titel Eine kritische Biografie mit dem Untertitel Legende und Wirklichkeit. Und darin erzählt der Autor Dr. Klaus-Rüdiger May, sein ostdeutscher Historiker, den wir oft bei Tichys Einblick lesen können mit ganz hervorragenden Analysen. Hier wird eben dann berichtet in seiner Biografie, was die Ex-Kanzlerin getan bzw. nicht getan hat, sondern vor allem auch, was und wer sie geprägt hat, welche Leitsätze sie führten und wie es ihr gelingen konnte, eine Gesellschaft von über 80 Millionen Menschen zu beruhigen und einzuschläfern. Auch unter anderem durch permanente Gaben an das Volk. Aber wenn wir den heutigen Politikzustand, auch den Zustand von Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft sehen, dann sehen wir, und das muss man leider so deutlich ausdrücken, ein klar abgewirtschaftetes Land. Kommen wir auch gleich dazu. Und also wir erfahren in diesen Biografien von diesen Autoren eine Menge interessanter Hintergründe. Auch die Bücher sind hochinteressant, sodass man davon ausgehen kann, dass sie einen wertvollen Platz in der Bibliothek erhalten sollten. Denn diese Lobhudeleien, ja gut, die werden wir überall im Mainstream immer noch finden. Ja, wir können noch darüber reden, wer sonst noch so beim Kongress dabei sein wird. Also ich finde das schon ganz gut. Vielleicht noch vorweg, er findet am 13., 14. und 15. Dezember statt 2024. Aber unsere alten, bekannten Mitglieder, die immer wieder dabei sind, wir haben ja unglaublich viele wiederkehrende Menschen, die unsere Kongresse regelmäßig besorgen, die wissen, man kann diese gesamten Vorträge über ein Jahr lang auch noch letztendlich abrufen. Also wer am 13., 14., 15. im Rahmen der Gemeinschaft, ist übrigens eine besondere Atmosphäre, wenn das gerade so live läuft,
dieser ganze Vorgang, diese Präsentationen. Aber man kann es eben halt im Nachhinein auch noch komplett durcharbeiten. Und das ist das Große und auch mehrmals durcharbeiten, weil man dann einen Zugang bekommt eben halt zu diesen ganzen exklusiven Vorstellungen. Ja, wir werden heute auch das zum ersten Mal das Video, den Trailer einstellen, wo ihr dann auch alle Referenten sehen könnt. Ich kann ja mal kurz querlesen. Also Keyvan Sufi Siyavash ist dabei, Ken Jebsen. Auf das Interview freue ich mich besonders. Da werde ich ein paar Beruhigungspillen vorher nehmen. Denn ja, das ist schon ein Kraftpaket an Informationen, das da auf uns zukommt. Es gibt außerdem ein Interview mit, das wirst du vorbereiten, Andreas, Frau Doktor oder Frau Professor Ulrike Gero. Wir werden sprechen mit Stefan Spiegelsberger, dem Mr. Blackout, der hochinteressante, auch neue Informationen hat, wie der Zustand der Energieversorgung in Deutschland läuft. Wir sprechen unter anderem mit Lisa Fitz, der Kabarettistin. Dann wird es ein Interview geben mit Bernhard Jacobi, das ist der bekannteste Sterbeforscher Deutschlands, der unendlich viel zu sagen weiß über Nahtoderlebnisse und über die Vorbereitungen, wie man sich jetzt am besten schon aufs Sterben vorbereitet. Ja, das ist natürlich ein hochinteressantes Thema. Viele kennen das Buch, was wir vor ein paar Jahren rausgegeben haben, Tabubruch, lasst uns einfach mal über den Tod sprechen. Und das ist ja eine Betriebsanleitung gewissermaßen für diese Reise, die jeder Mensch vor sich hat. Eine richtige Betriebsanleitung. Und zwar nicht nur für den Sterbenden, sondern auch für den Begleitenden eines Sterbenden. Auch ganz wichtig. Wie verhält man sich beispielsweise, wenn jemand stirbt, wenn jemand gehen will beispielsweise? Und ich hätte niemals gedacht, dass ich mal erfahre, dass man einem Sterbenden einfach nicht die Hand halten sollte. All solche Dinge, wo man dann steht, plötzlich sagt, das gibt's doch gar nicht. Und diese logischen Erklärungen, warum das so ist, das sind ganz hochinteressante Dinge und da freuen wir uns natürlich drauf. Ja, es wird dabei sein der Wetteradler, den haben wir hier schon öfter eingestellt, der uns einen tieferen Einblick geben wird über die Art und Weise, wie unbemerkt das Wetter manipuliert wird und man sich plötzlich fragt, warum geht es mir nicht gut, warum habe ich Kopfweh und so weiter. Dr. Michael Nehls wird mit neuen Erkenntnissen dabei sein. Ihn werden wir fragen über die Wirkung der neuen mRNA-Stoffe. Du wirst sprechen mit Markus Krall, Andreas. Wir haben außerdem Matthias Matussek dabei, den ehemaligen Spiegel-Kulturchef. Wiekart Strelo wird wieder dabei sein, Hildegard von Bingen und viele mehr. Also es sind noch viel mehr, als ich jetzt hier alle aufzählen kann. Christopher Vasey, Nadine Kleinebickel, natürlich das Seelenarbeitsteam, die dürfen überhaupt nicht fehlen bei unserem Kongress. Und es wird wieder eine große runde Sache mit viel Information, mit tief gebohrten Themen. Das ist ja der Moment, wo wir auch Zeit haben, uns fast eine Stunde lang mit jedem zu befassen und Fragen in Ruhe stellen zu können, was ja tatsächlich im normalen Betrieb kaum möglich ist. So, ihr Lieben, das war erstmal das, das sind wir jetzt los und nun kommen wir zur Tagesaktualität. Andreas, wir haben ein Video gestern Abend gesehen, da haben wir uns beide angeschaut und gefragt, geht's eigentlich noch? Unser Superminister, Wirtschaftsminister, Klimaminister, Vizekanzler, das hat er ja alles inne für Deutschland und sein Name ist Robert Habeck, der ist mit Scholle unterwegs, also mit Bundeskanzler Scholz sind die nach Indien gereist, weil sie dort mit dem indischen Amtskollegen, dem Handelsminister, der heißt Piyush Goyal, verhandeln wollten über ja, die Handelsvereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Indien. Und dann ist es während eines Gesprächs über die deutschen Lieferungen plötzlich zu einem Eklat gekommen. Und das zeigt auch dieses Video. Es ist dann kurzfristig entschieden worden, dass man mit der U-Bahn in Neu-Delhi zu einem Termin gemeinsam fährt. Und was da eigentlich eine einfache Fahrt werden sollte, das wurde schnell zur
Blamage für den grünen Minister. Andreas, die beiden waren in der U-Bahn und wie hast du das dann aufgenommen? Also es tut mir leid, aber ich weiß ja seit Jahren mittlerweile, dass Herr Habeck aus meiner Sicht zumindest völlig kompetenz- und talentbefreit ist in diesem Job. Er ist wirklich völlig ohne jedwede Kompetenz. Deutlicher konnte man das nicht darstellen. Er hat ja nicht nur erklärt, Frau Maischberger, die sind nicht pleite, sondern die hören nur auf zu produzieren, sondern er war gestern wie ein hilfloser kleiner Junge, der saß da in dieser U-Bahn, während ihm der Wirtschaftsminister in Jens die Leviten gelesen hatte. Man konnte aber erkennen an dem Gesicht von Robert Habeck, dass er überhaupt nicht realisiert hatte, worum es überhaupt bei dem Thema ging. Das ist das Problem, weil jeder weiß, der sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, Laien müssen das nicht, aber ein Bundeswirtschaftsminister muss das beherrschen, dass zwischen China und Indien gewisse Spannungen herrschen und das schon über längere Zeit. Und Indien beispielsweise keine Maschinenlieferungen von China haben möchte. Und das wolltest du jetzt wahrscheinlich noch mal mit reinbringen, ne? Ja, war das nicht auch in Indien am Flughafen, als Frau Baerbock ankam und China. Niemand... Ach, das war in China. Okay. Also auf jeden Fall hat im Laufe dieses Gesprächs der indische Handelsminister Goyal Herrn Habeck konfrontiert mit dem Fakt, dass das deutsche Unternehmen, welches Indien mit den Maschinen zum Tunnelbau beliefert, viele Komponenten in China produziert. Aber China liefert keine Maschinen nach Indien und bislang wollte Indien das auch nicht. Vielleicht ist das jetzt nach diesem Handschlag zwischen Indien und China auch anders geworden. Aber während des Besuchs von Herrn Habeck war es auf jeden Fall noch der alte Zustand. Denn der seit kurzem, heißt es hier in der Newsmeldung, das bevölkerungsreichste Land der Welt will unabhängig von China bleiben. Und während also Indiens Minister dies Herrn Habeck erklärt, stehend, also der Inder stand, während Habeck mit gekreuzten Beinen und verschränkten Armen auf dem Sitz lümmelte und eigentlich dümmlich gelächelt hat. Das darf ich jetzt wirklich so sagen. Es ist so furchtbar peinlich gewesen. Und dann ist es zu mir klargekommen. Herr Goyal hat mit erhobener Stimme sichtlich aufgebracht gesagt, ganz klar, we should stop buying German equipment now. Also wir sollten von den Deutschen nichts mehr kaufen. Und dann geht ein Raunen da durch die Menge. Da waren ganz viele Journalisten und Kamerateams dabei. Deswegen ist das natürlich eingefangen worden von vorne bis hinten. Und Habecks Adlertuss sagt dann, sie sollten jetzt aufstehen. Und dann springt Habeck auf und versucht, die angespannte Situation ein bisschen hinzubekommen und erklärt dann lachend, I should listen to you. Ich sollte Ihnen jetzt zuhören. Ja, es ist wirklich eine unfassbare Situation. Er war sich über diese Brisanz des Gesprächs überhaupt nicht klar, saß da wie ein kleiner dummer Junge. Es war einfach nur eine peinliche Lage. Und das machte natürlich diesen indischen Minister nicht besonders entspannt, wenn er sieht, dass er nicht für voll genommen wird, dass er ein Trottel quasi vor ihm saß. So hat er das mit Sicherheit empfunden. Das ist meine Meinung dazu. Und dann musste ja noch der Mitarbeiter von dem Herrn Habeck dann sagen, jetzt stehen Sie um Himmels Willen auf, der offenbar erkannt hat, in welcher Situation überhaupt die Lage gerade eskalierte. Und dann sprang Habeck auf, guckte aber sehr missmutig und dann nuschelte er dann eben halt diesen Satz raus, ich sollte Ihnen mal besser zuhören, so ungefähr. Und hat aber immer noch nicht realisiert, worum es geht. Und das erinnerte mich an seinen großen Kommentar, als er gerade hörte, dass die gesamte Wirtschaft in Deutschland zusammenbricht. Und er sagte dann so, ja, ist halt so, ne? Das war so seine Art und Weise. Also es ist eine wirklich solche Schande für Deutschland, dass wir uns so blamieren von einem solchen Menschen, der wirklich null Sachverstand in Sachen Wirtschaft nach vorne bringt. Es ist eine unfassbare Situation. Ich kann da eigentlich nur erkennen, dass es hier fast eine Kriegsführung gegen die deutsche Wirtschaft ist, dass man da eine solche Figur reinschleust, die mehr kaputt macht, als viele Kriege das überhaupt könnten. Ja, er hat das innerhalb von 3 Jahren ja geschafft mit seinem Team, da mit seinen grünen und roten Ampelmännchen und den gelben auch noch dazu. So dass man sich wirklich fragen muss, ich meine, wir werden gleich noch darüber sprechen, wie die Situation jetzt bei VW und Porsche und so weiter ist. Die Wirtschaft ist kaputt.
die ist innerhalb von 3 Jahren kaputt gemacht worden von diesen Figuren. Und mich wundert immer noch, Andreas, diese Ruhe, mit der sie alle, natürlich rumort es hier und da und der eine oder andere ist schon ziemlich verzweifelt, aber im Großen und Ganzen, wo sind denn die ganzen Prominenten? Warum steht denn da keiner auf der Matte und beschwert sich? Und wenn es einer tut, beispielsweise wie Thomas Gottschalk, der sagt, Mensch, also hier läuft alles schief und du kannst nicht mal mehr was sagen, dann wird er, das haben wir heute auch eingestellt, dann wird er gebasht, gedisst, auf eine ganz üble Weise schlecht gemacht, wie das die, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißt, diese WDR-Moderatorin Kebekus, genau, die also ein diffamierendes Lied über ihn gesungen hat. Naja, das ist wirklich die Problematik. Die handelnden Personen in der Politik, die wissen, dass sie die Agenda abhandeln, auch wenn sie die Agenda nicht verstehen. Intellektuell unterstelle ich einigen, dass sie es nicht einmal im Ansatz verstehen, aber sie machen es einfach. Nochmal, wir reden hier von der Operation Sunrise. Die läuft hier konsequent durch über die ganzen Jahre, schon gewissermaßen, als wir mit den Podcasts anfingen, da haben wir dann erkannt, in welche Richtung das geht. Und diese konsequente Abarbeitung, ich höre immer wieder, dass Leute sagen, wo bleibt denn jetzt im Prinzip die Operation Sunrise, die soll doch laufen. Ja, sie läuft auf Hochtouren und das erleben wir hier gerade. Und wenn du fragst, ja, welche Prominenten sollen sich denn da melden? Wir sehen dann Prominente wie Thomas Gottschalk, den ich seitdem wirklich auch wieder nochmal ganz besonders verehren möchte, weil er den Mut hat, sich dagegen anzustellen, gegenüber diesem schnodderigen, dummen Wahnsinn. Es ist ja nicht irgendwie, dass da eine intellektuelle Agitation entsteht, sondern man erzählt uns über eine völlig verdummte Ideologie von Klimawandel und so weiter und so fort, ein Weltuntergang und die Leute laufen wie die Dummköpfe einfach hinterher. Und wenn dann einer es wagt, ich glaube, der Tom Gerhardt, der alle für den Dackel, alle für den Hund oder irgendwie Hausmeister Krause, so heißt er. Und wenn ich das sehe, auch der hat sich hervorragend übrigens an der Stelle geäußert dazu und sagt, dieser ganze Schwachsinn ist einfach nicht auszuhalten. Aber was ich ja natürlich interessant finde, ist, dass gerade solche Leute wie Schauspieler, Sänger oder sonstige Figuren, die nun nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie politische oder wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, dass die dann gerne auch vom System reingezogen werden, um dann irgendetwas zu sagen. Ich denke an Harpe Kerkeling, ich denke an den, wie heißt dein Fernsehdoktor nochmal? Hirschhausen? Der Fernsehdoktor, Hirschhausen, genau. Hirschhausen und so weiter. Und die hören auch gar nicht auf, die fühlen sich offenbar sicher. Und man kann auch nur rein interpretieren, dass sie offensichtlich nicht gewahr sind, in welchem Unsinn sie sich bewegen. Es ist unsinnig, also es macht keinen Sinn, sondern sie plappern da irgendetwas nach, was sie gar nicht verstehen können, weil es gar nicht verstehbar ist, weil es Unsinn ist. Und daran erkennt man natürlich auch die Intelligenz bestimmter Menschen und man kann sich wirklich nur noch wundern. Also es ist schon irre. Ja, und während viele im eigenen Land immer noch nicht gemerkt haben, dass etwas ganz gehörig schiefläuft, merken es die ausländischen Medien natürlich immer mehr. Zum Beispiel hat das britische Magazin The Economist Bundeskanzlerin Angela Merkel ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt. In der aktuellen Kolumne Charlemagne, also Karl der Große, schreibt man dort, dass Frau Merkel Deutschland mit ihren 16 Jahren des Durchwurstelns ohne Reformen zum wörtlich wirtschaftlich kranken Mann Europas gemacht habe. Der Text ist übertitelt mit den Worten, dass Angela Merkels Legacy, also ihr Vermächtnis sozusagen, zunehmend fürchterlich ausfalle. Und das Magazin fragt, was ist in Deutschland schiefgelaufen? Andreas, ich meine, das ist ein ziemlich wichtiges britisches Magazin, The Economist. Wenn solche angelsächsischen Medien immer mehr, New York Times hat das ja auch vor kurzem gemacht, die Times selbst auch, Deutschland so ins Visier nehmen, als kranken Mann Europas bezeichnen, der,
wie es mal an irgendeiner Stelle hieß, sozusagen infektiös auf die anderen EU-Länder übergreift. Welche Signale siehst du darin? Also ich sehe erst einmal eines, dass das eine rein rhetorische Frage ist, weil die englischen Medien, da sind nicht nur Dummköpfe beschäftigt, sondern da gibt es auch mitdenkende Ökonomen, die wissen sehr wohl, dass hier wir Zeuge sind eines Krieges, der sich auf die deutsche Ökonomie, auf den deutschen Erfindergeist, den Tüftler und so weiter, dass sich gegen diese Personen letztendlich die gesamte Energie gerichtet hat. Fangen wir mit dem Euro an. Der Euro ist letztendlich einer der zerstörendsten Strukturen gegen Deutschland. Das wusste man auch. Der Euro ist übrigens von Architekten sehr stark mit beeinflusst worden durch Großbritannien. Großbritannien hat sich für den Euro ganz stark gemacht und wollte ja auch selbst Euro-Mitglied werden, angeblich. Und kurz bevor der Euro dann kam, haben sie plötzlich gesagt, ach nee, das Volk hat sich dagegen entschieden, wir wollen das britische Pfund behalten. Und dann ist eben halt der Euro in Kontinentaleuropa eingeführt wurde und war eins der wesentlichen Munitionen, die man installierte, um den europäischen Standort insgesamt zu zerstören. Ich will noch einmal ganz kurz ausholen. Wir dürfen nicht vergessen, es gab im Rahmen des Zweiten Weltkrieges, gab es den Morgenthau-Plan. Das war der Minister, der Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika Anfang der 40er Jahre. Und der hat einen Zerstörungsplan der deutschen Schlüsselindustrie gefordert. Und wer sich mit diesem Plan auseinandersetzt und jetzt sieht, in welche Richtung wir genau gehen, der kann erkennen, dass die Umsetzung eben halt über viele Jahrzehnte teilweise angelegt wird, bevor man sie wirklich umsetzt. Nach dem Krieg, nachdem der zu Ende war, hat man Deutschland in den Wiederaufbau bewusst reingelassen. Aber den größten Teil der Früchte des Wiederaufbaus wurden wiederum von den alliierten Mächten auch wieder herausgezogen. Das muss man einfach so sehen. Also hier erkennen wir im Prinzip eine gesamtlange Struktur, die man historisch einordnen müsste. Und dann wird's klar. Gut, also ich will noch mal auf The Economist kommen. Was steht da noch? Es ist schon ein besonderes Zeichen, wenn eben diese Kritik an Deutschland geübt wird, an dem Mittelpunktland Europas, dem ehemals stärksten Wirtschaftsstandort, der die große Lokomotive dargestellt hat und jetzt nicht mehr und jetzt eben andere ansteckt mit dem Misserfolg. Also wenn man ein bisschen weiter guckt, was könnte das eben auch wieder mal für Deutschland heißen? Es heißt hier bei The Economist, jeder Monat, der vergeht, erinnert daran, wie ihre, also Merkels Regentschaft, Deutschland in den Abgrund gestürzt hat. Nahezu jede Entscheidung der Iron-Frau, also zum Vergleich mit der eisernen Lady Margaret Thatcher, habe Deutschland und der Europäischen Union geschadet. Also Deutschland wird in diesem Punkt immer gleich mit der EU auf eine Ebene gestellt und alles, was jetzt der EU schadet, die Schuld daran trägt Deutschland. Außerdem wirke Deutschland nicht nur wirtschaftlich angeschlagen, etwa durch mangelnde Investitionen im öffentlichen Sektor, sondern auch in geopolitischen Abhängigkeiten. Man nimmt hier als Beispiel die Verteidigung, da sei man auf die USA angewiesen, die Exportwirtschaft, da sei man stark von China abhängig, schließlich brauche man auch russisches Gas, um seine Industrie aufrechtzuerhalten. Und Merkel wird der Vorwurf gemacht, dass sie während ihrer Amtszeit regelmäßig Herrn Putin, den russischen Präsidenten, getroffen habe, aber von dem Angriff Russlands auf die Ukraine natürlich offenbar nichts gewusst habe und man nicht vorbereitet gewesen sei. Also man spricht in diesem Text auch von dem Politikstil des Merkelns, also des vermeintlichen Aussitzens von Krisen, durch oft monatelange Untätigkeit. Abschließend heißt es, Frau Merkel hat Deutschland wie in einer Scheinwelt geführt und es in ein langes geopolitisches und wirtschaftliches Nickerchen versetzt, aus dem es erst wieder erwachen muss. Und naja, wir werden ja sehen, wenn jetzt die offizielle Biografie Angela Merkels herauskommt, wie man das da beurteilt, die in 30 Sprachen übersetzt gleichzeitig erscheint und für die Frau Merkel offenbar einen zweistelligen Millionen-Vorschussbetrag erhalten hat.
Ja, was hier für mich an der Stelle nochmal ganz wesentlich ist, dass sowohl der Euro als auch die EU als Kampfmittel gegen Europa eingeführt wurde. So ist meine Sichtweise, und zwar beides. Jeder weiß, dass die EU dann am Ende ist, wenn den Deutschen das Geld ausgeht. Und das geht gerade aus. Das heißt, die EU ist letztendlich eine Organisation, die dermaßen viele Verbindungen und Strukturen aufgebaut haben, die dermaßen falsch und antieuropäisch sind, dass letztendlich der europäische Wirtschaftsstandort als Konkurrent aus Sicht der US-Amerikaner ausfallen wird. Und wenn der Wirtschaftsstandort mit den Fähigkeiten, zum Beispiel des Erfindertums, der Technik, des Fleißes und der Entwicklung, all diese Dinge, wenn der ausfällt, dann kann auch das russische Gas, die russischen Rohstoffe nichts mehr anfangen, weil man braucht irgendwann einfach keine mehr. Wenn die gesamte Wirtschaft jetzt abwandert, nach USA, nach China und sonst etwas, nochmal, kommen die nicht wieder. BASF wird irgendwann eine Slum-Ruine sein, wo dann irgendwelche Obdachlosen vielleicht noch irgendwo versuchen, sich vor Regen zu schützen. Das ist genau die Aussicht, die man hier letztendlich ausgelegt hat. Und man erkennt es so deutlich, ob das in den 80er Jahren mit der Einführung der ISO-Normen war, um an die Geheimnisse der Betrieb, an die Betriebsgeheimnisse der Konzerne zu kommen. Bis zum heutigen Tag lässt sich dieser Schulterschluss wirklich ziehen. Ich möchte nochmal auf die Wissensmanufaktur, auf die YouTube-Seite hinweisen. Da habe ich mich mit dem Thema Mittelstand, Adieu Mittelstand oder irgendwie sowas auseinandergesetzt, wo genau diese Zusammenhänge nochmal klar werden. Wir geraten jetzt genau in diese Endschleife des Plans. Ja, und natürlich passend zu diesen Themen heute die Schlagzeilen überall. Wir nehmen mal die von der Bild. Übrigens, der letzte Artikel über The Economist kam von News. Diese Meldungen hier kommen, sind mehrere von Bild. Da geht es um VW, um den Kahlschlag, der dort jetzt angesagt wird. Drei VW-Werke werden dicht gemacht und die Betriebsrätin hat ja diesen knallhart Sparplan der Autobosse heute verkündet. Andreas, wir kommen da gleich im Einzelnen zu. Die Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die ist also, die schäumt offenbar natürlich und sagt, das geht so nicht, aber es trifft sie ja jetzt alles nicht unerwartet. Bevor wir da ins Detail gehen, würde mich mal von deiner Seite aus interessieren, wie eng ist eine Zusammenarbeit zwischen den VW-Bossen und dem Betriebsrat? Wie viel weiß der Betriebsrat? Will und kann der Betriebsrat noch etwas abwenden und verhindern, weil Frau Cavallo sich ja hier sehr kämpferisch gibt? Also sie spielen in einer Simulation. Wahrscheinlich glauben sogar die Vertreter der Gewerkschaften, dass sie sich für die Arbeitnehmer einsetzen. Und die Arbeitgeberverbände und die Bosse glauben, dass sie sich für den Konzern einsetzen. Real ist, es sind alles Statisten in der Situation. Wir haben eine von außen wirkende Politik mit staatlichen Einflüssen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der VW-Konzern zu einem gewissen Teil auch in der Hand des Landes Niedersachsens gehört, das heißt staatlich letztendlich mitgesteuert wurde. Aus diesem Grunde ist das Ding so ein halbstaatliches Unternehmen, wo also auch unglaublich viele Einflüsse aus den Steuerzahlerstrukturen heraus letztendlich eingeflossen sind. Und da gab es natürlich einen Verwöhnungsprozess. Die Mitarbeiter waren relativ verwöhnt und man hatte dann letztendlich den ganzen Menschen dort bei VW besondere Arbeitsbedingungen. Die haben überdimensional gut verdient. Ich gönne es ihnen ja. Und die Gewerkschaften, die hat man dann eingesetzt und die spielten ihr Spiel und die Bosse auch. Unterm Strich gesehen sehen wir jetzt aber, wie der Volkswagen-Konzern ins Schlingern geraten ist und in einer Bedrohung eines Totalkonkurses steht. Ich möchte das nochmal deutlich sagen. Als ich das vor Jahren im Rahmen eines Seminars gesagt hatte zu einem leitenden Ingenieur aus Wolfsburg, hat er gesagt, Quatsch, mittlerweile wissen wir, Wolfsburg hat 120.000 Einwohner, 60.000 davon sind bei Volkswagen direkt beschäftigt und die anderen meistens indirekt, kleine Hotels oder Restaurants oder sonst was, die ja auch von den Leuten arbeiten. Wenn das jetzt sich weiterentwickelt, dann bricht das natürlich dramatisch auseinander. Ich glaube, die werden langsam erst gewahr, sowohl in den Gewerkschaften als auch in den Vorstandsetagen, dass sie ganz anderen Interessen dienen. Ich glaube, das ist vielen noch nicht verständlich gewesen.
Die haben halt den Podcast nicht von Anfang an gehört, ja, als wir darüber berichtet haben, vor allem du, welche Operationen im Hintergrund laufen, um Deutschland aus welchen Gründen auch immer fertig zu machen. Das scheint hier ganz offen auf der Hand zu liegen. Und ehrlich gesagt, Andreas, wenn ich sehe, was Frau Cavallo, Daniela Cavallo als Betriebsratschefin bei VW so äußert, dann stellen sich mir wirklich alle Nackenhaare hoch. Denn das muss jedem Einzelnen, der dort arbeitet, Panik bereiten. Sie sagt, also sie kündigt an, dass mindestens 3 der 10 VW-Werke in Deutschland dicht gemacht werden sollen und dass die übrig gebliebenen deutlich schrumpfen werden. Wörtlich sagt sie, alle deutschen VW-Werke sind von diesen Plänen betroffen. Keines ist sicher, hat sie heute vor den Beschäftigten in einer Rede gesagt. Und das reicht noch nicht aus. Es heißt weiter, die Vorstandspläne sehen auch Kürzungen bei den Gehältern und Auslagerungen ganzer Abteilungen und Bereiche ins Ausland vor. Und sie sagt wörtlich, es geht um alle Arten von Arbeit, egal ob dahinter angelernte Tätigkeiten stehen oder Qualifikationen mit einem Hochschulabschluss. Niemand von uns kann sich hier also noch sicher fühlen. Das ist für mich eine Kriegserklärung. Naja, eine Kriegserklärung, die sie natürlich da im Auftrag derjenigen abgibt, die den VW-Konzern tatsächlich steuern. Und ich denke mal, sie wird nicht so wahnsinnig davon betroffen sein. Denn eine leitende Figur in einer solchen Position, ob das Gewerkschaft ist oder Vorstand eines Unternehmens, die hat man relativ schnell finanziell eingefangen. Das ist relativ einfach. Aber der ganz normale Arbeiter, der ganz normale Ingenieur, die vielen Leute, die sich übrigens mit dem Unternehmen identifiziert haben, VW ist ein Vorzeigeunternehmen par excellence gewesen. Das muss man einfach mal so sagen. Aber sie haben sich auch hier durch die Operation Sunrise, durch die Zerstörung des Standortes Deutschlands alleine in diese Elektromobilität gegeben, quasi per Diktat. Und das sind eben halt die sozialistischen Diktaturen. Und wenn man heute sieht, die Ergebnisse, und alle Sachverständigen konnten das vorher schon genau voraussagen, wenn sozialistisch geprägte Bolschewiken sich hinstellen und sagen, der VW-Konzern wird jetzt etwas machen und das ist zwar noch nicht ausgereift, aber ihr habt jetzt so und so viele Jahre Zeit, dann könnt ihr das erfinden. Das heißt, es werden dann Erfindungen regelrecht angeordnet. Das ist so absurd, wenn man gegen die Gesetze der Physik arbeitet. Und noch was, wenn man sich ansieht, alleine wie die Reaktion war aufgrund dieser sogenannten Dieselaffäre, wie letztendlich die Politiker, die Gewerkschaften, die Mitarbeiter, die Sachverständigen gemeinsam in Deutschland in schlimmsten Schlagzeilen über den VW-Konzern hergefallen sind, anstatt ihn zu verteidigen, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann der Laden einfach einbricht. Vor allem, wenn man sich etwas genauer mit dieser Causa damals beschäftigt hat, nämlich mit den Dieselabgaswerten und der angeblichen Betrügerei. Ich werde nie vergessen, Andreas, wie diese Vorwürfe aufkamen. Es muss 2013 gewesen sein. Und also es war mindestens 14. Wir standen hier irgendwo in Kanada in einem der ganz seltenen Staus und vor uns ein Truck. Vor dem anderen kamen schwarze Rußwolken raus. Da hat kein Hahn danach gekräht. Aber diese wirklich durchdachten und besten Abgaswerte, die man herstellen konnte, die von VW und anderen deutschen Automobilunternehmen kamen, die wurden durch den Kakao gezogen. Ja, die VW-Dieseltechnologie war halt die modernste und sie ist es wahrscheinlich immer noch, wenn man sie wieder auflegen würde. Ich denke daran, dass wir hier in Kanada 2014 gesehen haben, auch von Volkswagen den Tiguan. Das ist uns deshalb so aufgefallen, weil wir in Deutschland auch einen VW-Tiguan hatten, einen TDI, einen Turbodiesel. Ein hervorragend ausgeprägtes Auto, hervorragend ausgestattet. In einer besten Situation. Und die fuhren auch massenweise hier in Nordamerika. Und genauso natürlich auch die schwarzen 2500er Rams mit einem 6,7 Liter Dieselmotor, 8 Zylinder. Und die haben eben halt 22 Liter Diesel verbraucht. Und da kam jedes Mal eine schwarze Wolke raus, wenn er einfach nur Gas gegeben hat. Diese Dinger fahren immer noch. Aber
Es ist kein einziger Tiguan TDI mehr zu sehen. Es gibt fast überhaupt keinen Diesel mehr von Volkswagen in ganz Nordamerika. Die hat man irgendwie klammheimlich eingesammelt. Wahrscheinlich hat man irgendwelche Sonderprämien ausgeschüttet und hat sie gegen Benziner ersetzt. Man wollte den Konkurrenzstatus der modernsten und umweltschonendsten Autos der Welt einfach weghaben. Genau, also die Geschichte ist viel größer, viel länger und viel interessanter mit vielen kleinen und großen Details, jedenfalls die dazu geführt hat, dass es jetzt so ist, wie es gekommen ist. Was mir hier auffällt, Andreas, das ist das martialische Wording von dieser Betriebsrätin, die also weiterhin zu diesen Beschäftigten gesagt hat: Es ist das feste Vorhaben, die Standortregionen ausbluten zu lassen und die klare Absicht, Zehntausende Volkswagen-Beschäftigte in die Massenarbeitslosigkeit zu schicken. Jetzt mal ganz ehrlich, dieses Wording muss ja zusätzlich die Menschen vom Hocker hauen. Naja, klar, das gehört natürlich auch ins gesamte Spiel der Angst. Ich bezweifle, dass sie sich darüber im Klaren ist, was sie da wirklich sagt, sondern sie hat da bestimmte auch Vorgaben und bestimmte Beeinflussungen, die in ihr dann rein soufflieren, was sie dann am Mikrofon zu sagen hat, wenn die Mitarbeiter davor stehen. Es ist auch eine gewisse Eitelkeit, die da mitspielt. Aber ich vermute mal ganz einfach, die meisten werden nicht verstehen, was da eigentlich stattfindet, dass damit die zusätzliche Angst, Pandemie, Kriege und jetzt auch noch der Arbeitsplatzverlust. Es ist ein Eindampfen der Menschen, deren Seelen, und deshalb ist es so unglaublich wichtig für die Menschen selbst, jetzt ganz besonders stabil diesen Angriffen zu widerstehen, das Rückgrat durchdrücken, mutig voran, Gott wohlgetan, und jetzt sagen, und jetzt erst recht, ihr kriegt mich nicht klein. Das ist wirklich sehr wichtig, auch wenn es manchmal leichter klingt, als es vielleicht werden könnte. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, man kann ganz unten ankommen. Aber das Wichtigste ist, dass wir dann aufstehen, die Krone richten und weitergehen. Und zwar nach oben. Wenn ich nicht selbst diese wirklich schweren Zeiten hinter mich gebracht hätte, die aber nie dafür sorgen konnten, dass ich aus dem Gottvertrauen rausgehe, sondern ich bin drin geblieben und habe auch meinem Umfeld, meiner Familie, die entsetzt war, was mit mir passiert war, wie ich abgestürzt war, denen habe ich gesagt, ich komme wieder hoch. Ich bin im Gottvertrauen. Ich bin in einer Krise. Ich bin abgestürzt, ja, aber am Ende wird es gut für mich sein. Und es ist gut für mich. Ich bin heute hier in diesem schönen Land mit diesem wunderbaren Mann und herrlichen Tieren und einem Silbersee. Es ist wirklich ein schönes Leben daraus geworden. Und es muss nicht jeder zum Silbersee. Jeder hat seine individuelle Schicksalsführung. Und die läuft richtig gut, wenn wir im Gottvertrauen bleiben. Bitte, wer das noch nicht so richtig beherrscht oder es gerne möchte, aber irgendwas hindert ihn noch daran. In jedem Abendgebete gibt es 3-mal in der Woche im Kanal, montags, mittwochs und freitags, wie auch diesen Podcast hier. Im Abendgebet trainieren wir das seit 5 Jahren. Und durch unsere Zuschriften, die wir hier bekommen, durch eure Zuschriften, wo viele uns mitteilen und sagen, ich kann es jetzt, ja, ich bleibe in der Kraft, auch wenn es noch so übel um mich herum ist, wir zeigen uns, es ist lernbar. Du hast es ja auch gelernt. Natürlich habe ich das auch gelernt. Ich komme ja nun auch aus einer sehr materialistisch geprägten Welt und ich habe irgendwann eines gelernt, wir kommen mit gar nichts und wir gehen mit gar nichts, zumindest materiell. Genauso wie wir nackt auf die Erde kommen, gehen wir auch irgendwann wieder hinüber, ziehen aus dem Körper wieder aus. Das ist schon einmal beruhigend. Und die Sorge, die wir haben, die Sorge, die man uns auch politisch reinbaut, ist ja im Prinzip die Angst vor der Zukunft. Das ist ja gar nicht akut das Problem, sondern man versucht uns in diese Grübelspirale zu bekommen. Was wäre, wenn das jetzt noch weitergeht, dann kommt das nächste und so weiter. Und ich kann euch eines sagen, je mehr ihr euch den Kopf zermartert, desto weniger gut wird es euch gehen. Das soll ja nicht heißen, dass man alles über sich ergehen lassen sollte, aber man sollte sich nur auf die Dinge konzentrieren, die man wirklich jetzt auch ändern kann. Ein ganz wesentlicher Aspekt, weil man zergrübelt sich,
reichert damit die Gedankenformen an. Und das ist das Spiel, mit dem sie spielen. Dass große destruktive Gedankenzentralen entstehen, die uns immer weiter runterziehen. Je förderlicher ich denke, desto förderlicher ist auch das Feedback der günstigen Gedankenzentralen, die mich wieder letztendlich nach oben ziehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt im Moment. Schön, dass du es nochmal gesagt hast. Wir machen aber jetzt durchaus weiter auch mit unseren Themen hier. Aber es ist schon richtig, dass alles zusammengehört. Denn diese Themen, die wirklich übler Natur jetzt inzwischen geworden sind, die kann man nur wirklich aushalten und durchstehen, wenn man eine andere Kraft noch hat, die einen leitet, die einen durchflutet. Anders kann ich es gar nicht mehr ausdrücken. Also, nicht nur, dass eben 3 VW-Werke geschlossen werden. Die Bild schreibt, für die verbleibenden VW-Beschäftigten soll es Gehaltskürzungen geben um 10%, eine Nullrunde in den kommenden 2 Jahren und ein Ende der aktuell 167 Euro hohen monatlichen tariflichen Zulage, heißt insgesamt rund 18% Gehaltseinbuße. Andreas, in Zeiten, wo alles teurer wird, ist das eine ziemlich harte Maßnahme. Ja, das ist eine harte Maßnahme, zumal wir extreme Inflationsraten nicht nur haben, sondern auch weiter erwarten und die werden noch steigen. Und wenn jetzt jemand sagt, wieso die Inflationsraten, die sind doch eigentlich ganz günstig. Ja, das kann man sich so zurechtbasteln, wie man möchte. Jeder, der im normalen Leben steht, der weiß, dass die Preise nicht sinken, sondern man kann natürlich Warenkörbe so zusammenstellen, wie man das eben halt möchte. Und jetzt ist es so, man will also von der VW-Seite die Gehälter kürzen und gleichzeitig wollen die Gewerkschaften die Gehälter erhöhen. Und das heißt also, hier geht es nicht mehr darum, dass die Gewerkschaften ihre Gehälter erhalten wollen. Man muss wissen, ich habe das mal irgendwann gemacht vor mehreren Podcasts, da habe ich mal den Toyota-Konzern und den VW-Konzern verglichen. Was kostet eigentlich ein Auto an Gehaltsanteilen, an Rohstoffanteilen und so weiter und so fort? Und da ist Volkswagen grottig zurecht. Volkswagen ist fast doppelt so uneffektiv wie Toyota. Allerdings ist Volkswagen der zweitgrößte Automobilkonzern der Welt, trotz dieser hohen Kosten. Und das ging aufgrund der Qualität der Produkte, die sie hatten. Aber die fallen ja jetzt auch hinten runter. Ja, ich will noch kurz zu Ende berichten, was alles auf VW-Mitarbeiter zukommt. Für Beschäftigte unterhalb des Managements, deren Gehalt ebenfalls mit der IG Metall verhandelt wird, sollen die Boni gestrichen werden. Auch die Jubiläumseinmalzahlungen für 25 und 35 Jahre Betriebszugehörigkeit sind ebenfalls passé. Frau Cavallo sagt, Fakt ist, der Vorstand hat der Belegschaft hier alles angezündet. Er hat alles in Flammen gesetzt und sich dann verdrückt. Ein solches Verhalten ist schäbig, es hat mit Wertschätzung rein gar nichts mehr zu tun. Sie sagt aber, dahinter steckt System, was immer sie damit meint. Und du hast es gerade gesagt, eine Einigung wird kaum denkbar sein, denn der Vorstand will 10% Lohnkürzung durchsetzen, der Betriebsrat fordert 7% Lohn plus. Das heißt, da ist eine Riesenkrise, eine Riesenspaltung und es ist ja auch letzten Monat die seit mehr als 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung aufgekündigt worden. Das war ja schon ein großer Schock für viele Mitarbeiter. Und ab Mitte des kommenden Jahres sind damit betriebsbedingte Kündigungen möglich. Andreas, und dann kam die nächste Schlagzeile bei Bild etwas später. Die VW-Mitarbeiter sind jetzt auf der Zinne, die wollen deutsche Werke lahmlegen. Sie kündigen einen heißen Winter an und der VW-Gesamtbetriebsratschef in Sachsen, Uwe Kunstmann, der hat heute angekündigt, dass die Mitarbeiter ab Dezember bundesweit die VW-Werke lahmlegen wollen. Diese Abwärtsspirale, sagt er, werden wir nicht mitmachen. Das klingt ja fast wie, oh ja, es klingt nach Tumulten, nach großen Unruhen. Ja, das sind die tatsächlichen Kriege, die stattfinden in seelenlosen Unternehmen. Warum sage ich seelenlos?
weil der Volkswagen-Konzern ist eine Aktiengesellschaft und eine Aktiengesellschaft ist eine juristische Person, eine Person, die nicht gezeugt wurde, geboren wurde, mit bestimmten Empfindungen, mit Gefühlen ausgestattet, Gnadegefühle oder sonstige Gefühle ausgestattet, sondern es sind reine Konstruktionen, die per Öffnungsbilanz werden die geboren. Das ist der Unterschied zum Unternehmer. Stellen wir daneben mal einen Unternehmer wie Trigema. Das ist sehr interessant. Trigema ist ein privates Unternehmen, personengeführt von einem Management, die als Familie sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und das macht genau den Unterschied aus. Auch die haben Probleme in dieser schwierigen Zeit und sie managen das aus meiner Sicht mit einer wirklichen hervorragenden Struktur, die sie hier an den Tag legen. Das kann man wirklich erkennen. Und die Mitarbeiter stehen dahinter. In diesen großen seelenlosen Konzernen, da gibt es nicht mehr diesen Vater, die Vaterfigur, die als Unternehmer noch für die Mitarbeiter irgendwie da ist und auch die Hand drüber hält, sondern es sind genau solche eiskalten Manager, auch Angestellte, auch weisungsgebundene Personen letztendlich. Und jeder versucht, so viel Pfründe für sich rauszuziehen aus dem Laden, wie es eben halt irgend geht. Das ist einer der wesentlichen Punkte, dass die Großkonzentration von Konzernen zu diesen Ergebnissen immer irgendwann führen. Da spricht der ehemalige Unternehmer mit Herz. Ja, und wir lesen in der nächsten Meldung von Apollo News, dass auch bei Porsche der Gewinn um mehr als ein Viertel eingebrochen ist. Das zeigen die Quartalszahlen. Ein drastisches Bild heißt es hier. Umsatz, Gewinn und Verkaufszahlen brechen ein. Am Freitag wurden die Zahlen veröffentlicht und in den vergangenen 9 Monaten verzeichnete man einen Umsatzrückgang von 5,2% auf 28,6 Milliarden Euro im Vergleich zu letztem Jahr. Beim operativen Gewinn sind die Zahlen noch dramatischer. Der ging um 27% auf 4,04 Milliarden Euro zurück. Ich meine, Andreas, Porsche hat weltweit über 40.000 Mitarbeiter und gehört seit 2012 zum Volkswagen-Konzern. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Naja, das hat wenig damit zu tun. Volkswagen ist ja der große Konzern. Porsche ist ja letztendlich die Manufaktur gewesen. Und das große Problem ist, jetzt sind eigentlich alle miteinander betroffen von dieser Untergangssituation. Und Wendelin Wiedeking, das war ja der frühere CEO von Porsche, der bringt es ja ganz deutlich auf den Punkt und sagt, wir werden eben halt von einer völligen unfähigen Kaste von Politikern momentan in den Abgrund gemanagt. Das ist das Problem. Das heißt, die ursprünglichen Probleme, die wir haben, finden wir in der Politik. Und das, was wir jetzt gerade haben, und das fand ich sehr, sehr mutig von Herrn Wiedeking, der nämlich in der Lage war, als einer der Top-Krisenmanager aus Deutschland, eine historische Persönlichkeit aus meiner Sicht, ich halte extrem viel von diesem Mann, der es geschafft hat, den Porsche-Konzern aus den wirklich schlechten Zahlen herauszubringen und wieder zu einem ansehnlichen Unternehmen zu machen, der kann sich das leisten. Und wenn er dann natürlich mit Leuten zu tun hat wie Habeck und Konsorten, dann kann man nur noch sich ja an den Kopf fassen. Ja, Habeck und Konsorten heißt CO2-Politik, die Klimapolitik. Und das sagt Wendelin Wiedeking natürlich auch. Das hat er in einem früheren Interview mit der Bild am Sonntag geäußert. Seiner Ansicht nach würden der Automobilbranche zu hohe Lasten aufgebürdet, insbesondere durch die strengen CO2-Vorgaben. Und er sagt, man stranguliert den wichtigsten Wirtschaftsfaktor, den Europa hat. Wir verlieren ihn damit und damit auch einen Großteil unseres Wohlstandes. Ja, und du hattest das neulich mal so sehr ausführlich dargestellt, Andreas. Wir haben jetzt Ende Oktober, wir haben noch gut 2 Monate bis 2025 beginnt. Und bereits dann drohen der Automobilindustrie Strafen in Milliardenhöhe, wenn sie die CO2-Ziele nicht erfüllen können. Du kannst es vielleicht noch mal in wenigen Sätzen zusammenfassen für uns. Ja, also es geht darum, dass der Konzern in dem Produktionsauswurf, also bei allen Produkten, die er verkauft, pro Fahrzeug eine bestimmte Größe an CO2-Ausstoß haben darf. Und das bedeutet, er muss einen möglichst großen Anteil an Elektrofahrzeugen haben, weil man bei den Elektrofahrzeugen dummerweise
die CO2-Emission an einem Auspuff misst. Und da eben halt ein Elektrofahrzeug gar keinen Auspuff hat, kommt da auch nichts raus und deshalb sind die quasi CO2-frei. Jeder, der was davon versteht, weiß, das stimmt alles nicht. Und jetzt bedeutet das aber, dass viele Menschen sagen, wir wollen aber lieber einen Verbrennermotor fahren, weil wir ein nachhaltiges Auto brauchen, weil wir etwas kalkulieren müssen. Trotz der gesamten staatlichen Unterstützungen hat man im Prinzip einen Trend wieder hin zum Verbrennerauto, gerade bei denjenigen, die so eine Elektrokiste fahren. Das ist eins der Hauptprobleme. Und was mich wundert an der Stelle ist, dass die Vorstände von den großen Konzernen, ob das Skoda, ob das VW, ob das BMW, Mercedes und wie sie alle sind, egal ob sie zusammenhängen oder nicht, gemeinsam auftreten und das Thema CO2-Irrsinn auf den Plan kommt. Man argumentiert ja immer damit, dass CO2 auch in irgendeiner Form reduziert werden muss. Das ist fraglich und ist definitiv nicht bewiesen, dass das der eigentliche Punkt ist. Und solange der eigentliche Punkt CO2-neutral zu sein, als Unsinn zu entlarven, solange der nicht auf dem Punkt steht, werden sie alle in diesem Spiel unter diesem Damoklesschwert irgendwie mitspielen. Ja, und das sieht zum Beispiel inzwischen in den Vereinigten Staaten von Amerika, damit sind wir beim nächsten Thema, schon ganz anders aus. Denn da hat man inzwischen den klimapolitischen Wahnsinn der Demokraten in einem großen Teil entlarvt. Ihr wisst, am 5. November wird dort ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Es stehen sich gegenüber Donald Trump und Kamala Harris. Die Wettbüros setzen, wie es offiziell heißt, inzwischen 35% auf Kamala Harris und 65% auf Donald Trump. Und der Letzterer, Donald, der hat gerade vor wenigen Tagen ein über 3-stündiges Interview dem berühmten Podcaster Joe Rogan gegeben, was man wohl als das größte Medienspektakel des aktuellen US-Wahlkampfs bezeichnen kann. Frau Harris hatte abgewunken, die hat sich da offenbar nicht hingetraut. Und der Rogan ist natürlich ein sehr kritischer Frager, hat Herrn Trump auch freundlich, aber auf den Zahn gefühlt. Wir haben gerade mit Bekannten aus USA gesprochen, Andreas, die sagen, dass Joe Rogan sich jetzt bei den Hardlinern der Demokraten einen schlechten Ruf verursacht habe, weil er es gewagt hat, Donald Trump zu interviewen. Aber das war schon ein sehr spannendes und lebendiges Interview. Ja, ich denke auch. Also er hat sich dem gestellt und das über einen langen Zeitraum. Und wenn ich sehe, wie sauber er sich da durchgebracht hat, rhetorisch, immer stramm, immer sauber, immer gerade artikuliert und ist dann eben halt als reifer Mann, ja von, ich glaube 78 ist er jetzt, ist dann wirklich wieder aufgestanden, rausgegangen, so als Ein-Mann-Armee gewissermaßen und hat dann weitere Termine wahrgenommen danach. Er ist dann nicht irgendwie müde ins Bett gefallen und war fertig. Man sieht, wie viel Energie dieser Mann hat und wie klar er denken kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Frau Kamala Harris eben halt dort nicht dran teilnimmt. Denn die ist ja offenbar auch gefragt worden, ob sie sich einem solchen Interview stellen würde. Und sie wird sich das überlegen, ob sie das macht. Denn sie geht ja schon bei Darstellungen, die vom Teleprompter abzulesen sind, da geht man ja schon gewisse Risiken ein, dass sie sich blamiert und das Ding muss noch dreimal geschnitten werden. Also 3 Stunden haben Joe Rogan und Donald Trump miteinander gesprochen. Und der Joe Rogan ist ja sehr bekannt, sehr beliebt. Der hat eine reguläre Zuhörerschaft von 14 Millionen auf Spotify. Das meldet das Nachrichtenportal News. Und die haben sich das auch, also wir haben die Sendung eingestellt, auch dann darauf folgend mit einer deutschen Übersetzung, die eingeblendet war. Wir nehmen noch mal ganz kurz ein paar Punkte aus diesem Interview heraus. Andreas, im Gegensatz zu nationalkonservativen Hawks, wie es hier bei News heißt, sieht sich Donald Trump durchaus als Friedenspräsident. Er sagte in dem Interview, ich habe andere Kriege allein durch den Einsatz von Zöllen gestoppt und hat betont, dass die USA über enorme Macht verfügen, wenn man weiß, wie man diese Macht einsetzt.
Ein zentraler Punkt seiner Friedensstrategie sei die Deeskalation, besonders natürlich gegenüber Großmächten wie Russland und China. Er sagt wörtlich: Ich habe über Deeskalation mit China und Russland gesprochen. Ich sage Ihnen, wir würden deeskalieren. Kann man natürlich viel behaupten jetzt. In der Praxis sieht es vielleicht dann ein bisschen anders aus. Aber Trump ist es wichtig zu sagen, mit mir als Präsident wäre Russland niemals in die Ukraine einmarschiert. Und man müsse ja bei allen Verhandlungen vorsichtig sein. Wörtlich sagt er, es ist ein bisschen heikel, mit ihnen zu spielen. Und sagt, fügt hinzu, dass auch Russland und China den Fluch einer Eskalation verstanden hätten und daher durchaus bereit seien, einzulenken. Wörtliche Rede von Trump: Alles, was ich aktuell sagen kann, ist, dass ich mich mit Putin und Selenskyj treffen würde. Ich wüsste, was ich zu ihnen sagen muss, und ich glaube, wir wären in der Lage, den Krieg schnell zu beenden. Andreas Trump ist ja dafür bekannt, dass er immer den Mund schon recht voll nimmt, sehr macho-mäßig auftritt. Traust du ihm zu, dass er diesen Krieg beendet? Ja, traue ich, ganz eindeutig. Und zwar deshalb, weil er bewiesen hat, er war ja schon mal 4 Jahre Präsident, und in diesen 4 Jahren war die Welt nicht weniger gefährlich. Da gab es auch die Ostkonflikte, da gab es auch das Palästina-Problem und Israel und so weiter und so fort. Da gab es auch die Situation der Iraner, denen man vorwarf, Atomwaffen eventuell zu bauen. Das war auch alles vorhanden. Und der Stress beispielsweise zwischen Russland und der Ukraine war auch bekannt. Auch das ist ganz wichtig. Dieser Vertrag von Minsk, der ist ja nicht US-zentrisch gewesen, sondern die mögen zwar mitgespielt haben dort als Architekten, aber das war letztendlich ein System zwischen England, Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Und genau das waren die Teilnehmer. Und die haben eben halt diesen Vertrag von Minsk auf westlicher Seite als Fake inszeniert, also einen völkerrechtlichen Vertrag missbraucht. Das ist ein hochgefährlicher Vorgang, weil damit kann man diesen Staaten ja eigentlich nicht mehr trauen, wenn die jetzt sagen, wir müssen jetzt mit Russland sprechen. Und das ist genau diese Situation, die ich jetzt sehe. Damals unter Trump kam es nicht zu diesen Streitigkeiten. Es kam erst dann zu Auseinandersetzungen, vor allem innenpolitisch, als dann Black Lives Matter aus dem Hut gezaubert wurde mit sehr, sehr viel Geld, viele anderen Organisationen, Extinction Rebellion und so weiter und so fort, und haben dann versucht, während der Wahlkampfphase der letzten zwischen Joe Biden und Donald Trump dort eine Unruhe reinzubringen und Deutschland und USA da so ein bisschen in einen Flächenbrand zu bekommen. Und das war auch der Grund, warum man dann eben halt gesagt hatte, oh, jetzt kommt Joe Biden, jetzt wird's besser. Aber unter Joe Biden, so viele Kriege sind noch nie auf einen Haufen gemacht worden wie unter der jetzigen Regierung, wo Kamala Harris die Vizepräsidentin war. Sie war also im Machtgefüge. Ja. Wie viel sie da allerdings schon zu sagen hatte, können wir uns vielleicht vorstellen. Auf jeden Fall ist Trump gefragt worden. Trump hat ja 2 starke Personen zu sich herangezogen, von denen man nie gedacht hätte, dass ihm das gelingen würde. Man wäre auch im Traum auf die Idee nicht gekommen. Das ist einmal der unabhängige Kandidat Robert Kennedy Jr., der sozusagen seit vielen Jahren sich für gesundheitspolitische Aspekte einsetzt, der ein Impfkritiker ist, der auch in der Pandemiezeit viele kritische Berichte veröffentlicht hat. Und das andere ist natürlich Elon Musk. Und was sagt Trump in dem Rogan-Interview zu Herrn Kennedy? Er sei bereit, Robert F. Kennedy Jr. in eine neue Regierung mit einzubinden. Auf die Frage, ob er vollkommen überzeugt sei, Kennedy eine Rolle in der Trump-2-Regierung zu geben, sagt Trump wörtlich: Oh, das bin ich absolut. Und räumt dann ein, dass er und Kennedy bei anderen Themen wie zum Beispiel Umwelt durchaus auch unterschiedlicher Meinung seien, und sagt dann: Ich werde ihm sagen, er soll sich auf Gesundheit konzentrieren. Dort soll er machen, was er will. Das heißt, da hat er großes Vertrauen. Ja, das ist natürlich ein lockerer Spruch, auch das darf man nicht vergessen. Aber das glaube ich auch. Und Robert Kennedy und Donald Trump sind da wahrscheinlich auch ziemlich überein, zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation eben zu verlassen und damit natürlich auch der UN sehr viel Energie zu entziehen, die ja wiederum als
übergeordnet von der WHO letztendlich gilt. Das heißt, hier geht es schon um die erste Trockenlegung des Sumpfes der Korruption. Und wenn USA als einer der größten Zahler dann ausfällt, wird das ein Problem sein. Und mit diesem ersten Akt und quasi einer eigenen Gesundheitspolitik, einer nationalen, nochmal, er spricht von America First. Und das ist richtig. Ich finde auch gut, wenn die Kanadier sagen Kanada first und die Deutschen Deutschland first oder Frankreich first. Durch diese Problematik, dass jede kleinste Regierung der Meinung ist, sie ist für die gesamte Welt verantwortlich, kommt ja nichts bei raus. Das sehen wir spätestens gerade bei den Statisten wie zum Beispiel Herrn Habeck und auch Frau Baerbock. Ja, die wollen aber auch eine führende Rolle eigentlich gerne spielen. Geht halt nicht weltweit. Donald Trump spricht über Elon Musk und der unterstützt ihn ja auch ganz offiziell im Wahlkampf. Der tritt mit auf und hält da Reden und er greift Trump natürlich und seinem Wahlkampfteam finanziell unter die Arme. Und darüber äußert sich Trump auch bei Joe Rogan. Die Wertschätzung beruhe auf Gegenseitigkeit. Denn Elon Musk nennt Donald Trump eine der brillantesten Persönlichkeiten unserer Zeit. Und Trump sagt, ein Moment, der ihn besonders beeindruckt habe, war zum Beispiel die Landung einer Rakete durch Musks Unternehmen SpaceX. Und was ihn auch beeindruckt hat, war die Bereitstellung von Starlink-Internet für Krisengebiete durch Elon Musk. Insgesamt ist für Trump die Bereitschaft von Elon Musk, schnell und effizient zu helfen, sein persönliches Markenzeichen wahrer Größe. Wörtlich sagt er, Elon ist großartig, der Typ ist einfach großartig. Also es scheint sich da schon ein Traumteam zusammengefunden zu haben. Man kann nur hoffen, dass es auch so bleibt. Naja, man darf nicht vergessen, da spielt natürlich auch so ein bisschen ein Hollywood-Gen eine gewisse Rolle. Das ist in den USA üblich, dass man als Erster auf dem Mond ist, als Erster mit Raketen durch die Gegend fliegt und ganz weit oben ist und den Mars irgendwann besiedeln will. Und jetzt eben halt auch diese Dinge. Das sind eben halt Dinge, die man nicht so sehr jetzt hochhängen sollte. Aber es sind wichtige Dinge für den Wähler in den USA, der vor allem eben halt ganz stolz auf sein Vaterland sein möchte. Der Patriotismus ist in den USA extrem ausgeprägt. An jedem Haus hängt eine US-amerikanische Flagge. Ich stelle mir das vor, in Deutschland, dass an jedem Haus eine deutsche Fahne hängen würde. Ich glaube, da wäre schon ziemlich blöd, weil die deutsche Fahne hat man ja gewissermaßen auch aufgegeben. Interessanterweise hat man sie aufgegeben. Und ich glaube, das ist es. Ja, hast du sehr schön kommentiert. Ich danke dir und damit sind wir bei der nächsten Meldung. Die hat NTV veröffentlicht und das ist eine Überraschung oder auch nicht, denn man scheint allgemein auch in den Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten von Amerika so langsam zu erkennen, dass es mit den Demokraten zu Ende gehen könnte, außer es passiert noch irgendein schlimmes Wunder oder es gibt eine so heftige Wahlmanipulation. Aber das ist schon fast nicht mehr zu erwarten. Wir werden es trotzdem sehen. Auf jeden Fall die Mainstream-Medien, die schwenken die Fahne so langsam um. Zum Beispiel die Washington Post. Die gehört ja seit einiger Zeit Jeff Bezos, dem Amazon-Chef. Und der wird erstmals seit 1988 keine Empfehlungen mehr durch die Washington Post aussprechen lassen für die US-Präsidentenwahl. Das ist sonst immer so gewesen. Und das möchte man auch in Zukunft grundsätzlich nicht mehr tun. Das hat der Herausgeber der Washington Post, William Lewis, angekündigt. Die Reporter der Washington Post berichten, dass diese Entscheidung nicht vom Haus selbst gefällt worden sei, sondern Amazon-Gründer Jeff Bezos hat als Besitzer offenbar eingegriffen und diese Entscheidung verkündet. Und daraufhin soll der Chefkommentator der Zeitung Robert Kagan alles hingeschmissen haben und gekündigt haben. Also Andreas, es scheint ja da doch einiges auch in der Bewegung zu sein. Naja, alleine die Tatsache, dass da mal eben bei nebenbei rauskommt, dass es offenbar eine Doktrin gibt, eine Wahlempfehlung zugunsten eben halt von Kamala Harris zu geben. Und das ist letztendlich wiederum eine Bestätigung auch von Mark Zuckerberg, der zugegeben hat, dass er auch in den Wahlkampf
zwischen Ronald Reagan und zwischen Joe Biden und Donald Trump eben halt eingegriffen hatte vor 4 Jahren. Auch das ist ja relativ klar. Und er hat gesagt, ja, wir haben da ganz klare Zensuren durchgeführt auf unserer Seite zugunsten von Joe Biden. Und das ist die Situation. Die Abwehr der Demokratie, die offensichtlich autokratischen, nein, die offensichtlich diktatorischen Strukturen in den Medien. Die Medien sind offenbar jetzt offiziell unter der Obhut bestimmter Führenden, die letztendlich das Ding steuern und nicht objektiv und frei. Das ist der Punkt. Aber es scheint sich eben jetzt gerade einiges zu wenden. Vielleicht haben sie auch Schiss vor Trump, das weiß man nicht. Denn wenn er Präsident wird von Amerika, dann könnte es eng werden, dann könnte er einigen Zunder unterm Hintern machen. Und die Journalistenvertretung der Washington Post hat sich besorgt geäußert, dass das Management, also Jeff Bezos, sich in redaktionelle Angelegenheiten eingemischt zu haben scheint. Der frühere Chefredakteur Martin Baron, der die Zeitung durch die Trump-Amtszeit geführt hatte und dann 2021 in den Ruhestand getreten ist, kritisierte die Entscheidung als Feigheit. Also das weist ja darauf hin, Trump werde sie als Ermutigung auffassen, Bezos und andere Medienbesitzer weiter einzuschüchtern. Und die nächste Meldung, die sieht auch ähnlich aus, die wurde veröffentlicht von Apollo News und da heißt es, dass das gesamte Silicon Valley jetzt nach rechts rückt. Und da tut sich offenbar einiges. Vor wenigen Jahren war Elon Musk ja noch der Held der Linken, also ein Genie, der kann Elektroautos bauen, der fliegt zu den Sternen. Und damals war er nicht Staatsfeind Nummer 1, wie der Spiegel das ja getitelt hat. Generell überhaupt konnte man sagen, Twitter, Facebook, die gesamte Tech-Branche, die war im Grunde fest in linker Hand. Und sogar noch mehr, denn vielerorts hatten, wie hier berichtet wird, radikal linke Mitarbeiter mit einer aggressiven Mentalität die Macht an sich gerissen und in internen Aufständen die Unternehmensführung zu politischen Entscheidungen gedrängt. Etwa Googles Beendigung von Pentagon-Verträgen oder der Rauswurf von Konservativen aus einem KI-Beirat wegen angeblicher Transfeindlichkeit und vieles mehr. Also Facebook und so weiter, Twitter früher, das wissen wir ja alles, was da gelaufen ist. Jetzt tut sich aber was und ausgelöst hat das Ganze natürlich auch wieder mit Elon Musk, der ja ganz klar, ganz offiziell tatkräftig Partei ergriffen hat für Trump, für die Republikaner und der ja schon vor 2 Jahren angefangen hatte, sich in politische Themen einzumischen und wenn wir uns jetzt anschauen, Twitter, das hat er ja zu X gemacht. Auf dieser Plattform, die er jetzt auch schon 2 Jahre innehat, hat Elon Musk den Diskurs im Netz schlagartig verändert. Er hat nicht nur Accountsperren, die zum Beispiel auf Donald Trump verhängt waren, aufgekündigt oder aufgehoben. Er hat auch diesen staatlichen Zensurdruck während der letzten US-Wahl und Corona-Pandemie publik gemacht. Andreas, da begann ja schon so eine Umwälzung und das System versucht ja oder hat lange versucht, diesen linken Einfluss weiter geltend zu machen, aber offenbar switcht sich das jetzt um. Naja, das muss ja auch irgendwann. Man hat natürlich auch vermutlich Angst. Denn die entscheidende Situation wird bei einer Wiederwahl von Donald Trump für seine zweite Amtszeit sein. Wie wird sich die Exekutive, speziell die Armee und die Sicherheitskräfte für ihn positionieren? Wird sie weiter gegen das Weiße Haus arbeiten, nämlich gesteuert durch die eigentlichen Steuerer oberhalb des Weißen Hauses im unsichtbaren Bereich? Oder werden sie sich tatsächlich wieder für die Vereinigten Staaten und deren Bürger stark machen und sagen, wir werden jetzt tatsächlich unsere öffentlich-rechtlichen Aufgaben wieder wahrnehmen, um eine öffentlich-rechtliche Ordnung auch wieder herzustellen? Also das heißt, diese Korruptionsmaschinen der einzelnen Misanthropen,
die wir immer wieder haben, mit ihren einzelnen Nichtregierungsorganisationen von der UN über die WHO und so weiter und so fort, alles, was da dran hängt, davon hängt eine ganze Menge ab. Und davor hat man natürlich Angst, denn dann würde Rechtsstaatlichkeit kommen, dann wäre zum Beispiel ein Facebook-Chef Mark Zuckerberg plötzlich dran. Und der hätte natürlich Angst davor, dass er eventuell nämlich schlicht und ergreifend inhaftiert wird. Und das ist ja auch eine Diskussion, die längst läuft. Mhm. Denn wenn wir jetzt wissen, dass er, und das wissen wir mittlerweile, manipuliert hat, zensiert hat, zugunsten eben halt der Demokraten, dann ist es eben halt eine Sache, die dann auch zu Panik führen wird. Wir wissen es deswegen, weil er es zugegeben hat. Vor dem Kongress musste er sich ja rechtfertigen und hatte ja vorher bei Facebook bzw. Meta hatte er Accounts gelöscht oder blockiert, zum Beispiel erstmal von konservativen oder rechtsgerichteten Accounts, dann von der New York Post. Die hatte nämlich, das haben wir damals hier ganz intensiv mitberichtet, die hatte einiges veröffentlicht zu Hunter Biden und seinem Laptop, seinem Vergessenen. Und da kam ja einiges ans Licht an krimineller Energie des Sohnes von Joe Biden. Das alles hat Mark Zuckerberg schön mit unterdrückt und musste jetzt vor dem Kongress aussagen, hat das auch zugegeben, hat Besserung geschworen. Und seitdem ist es so, so wird es hier formuliert, als hätte Zuckerberg ein ehrliches oder PR-mäßig durchgeplantes Rebranding vollzogen. Wahrscheinlich ein Mix aus beiden. Vorbei die Zeiten, als sein blasser Anblick aus Kongressanhörungen, bei denen er woke Entscheidungen seines Konzerns verteidigen musste, das Internet belustigte, heißt es in dem Beitrag. Stattdessen tritt er inzwischen selbstbewusst als Anti-Woker Tech-Milliardär auf, surft etwa mit Bier und US-Flagge quer über Seen und jetzt lobt er sogar Donald Trump. Wie dieser auf seinen Attentatsversuch mit herausgestreckter Faust reagiert habe, das sei eines der most badass Dinge, die er je gesehen habe, erklärt er selbst und sagt wörtlich, als Amerikaner ist es auf einer gewissen Ebene schwer, nicht emotional zu werden, wenn man diesen Geist und diesen Kampf betrachtet. Ja, Andreas, das klingt wirklich so, als würde Donald Trump zunächst mal nichts weiter befürchten müssen von der Seite. Naja, wir haben ja gelernt, wie das System arbeitet. Sie sind zum Beispiel in der Lage, russische Gelder einzufrieren, also schlichtweg zu enteignen. Das heißt, das System hat vorgegeben, wie man es macht. Wenn jetzt beispielsweise ein Donald Trump an die Macht kommen würde, wäre es ihm natürlich auch möglich, eventuelle Einfrierungen von Guthaben zu machen. Ich meine, der Reichtum auch von einem Bezos oder von einem Zuckerberg, der ist natürlich nur so lange aufzuhalten oder aufrechtzuerhalten, wie man das Eigentum dieser Menschen anerkennt. Denn es besteht ja immerhin eine große Gefahr, wenn irgendwelche Strafprozesse in Gang gesetzt werden, wo nämlich tatsächlich Korruption nachgewiesen wird, wie zum Beispiel dann ein Sumpf aufgebaut wurde über die vielen Jahre. Das könnte natürlich auch irgendwann dazu führen, dass man diese Leute eben finanziell erleichtert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also da ist mit Sicherheit eine ganze Menge Angst im Spiel, aufzufliegen, nicht nur in den großen popmusikalischen Bereichen mit dem Didi und so weiter und so fort, sondern auch in der gesamten Politik, in den Konzernen, in den Banken, in den Kapitalsammelbecken. Das ist ja mittlerweile wie ein Kraken, der sich durch die gesamten Strukturen der Führungen zieht. Ja, und wenn wir über Big Tech sprechen, dann ist eben Jeff Bezos, gehört er mit Amazon auch dazu und eben jetzt mit der Entscheidung bei der Washington Post. Also da ändert sich einiges und Apollo News schreibt, den Rechtstrend im Silicon Valley kann man inzwischen auch mit Daten belegen. Eines der besten Indikatoren für die Ansicht in der Branche war immer Geld. Wer spendet was für wen? Und jahrelang gingen fast alle der Spendengelder von dort nach links an die Demokraten.
Und die Republikaner sind kaum aufgetaucht. Aber diesmal sieht es auf einmal ganz anders aus. Wörtlich heißt es hier, rechts ist ein großer roter Hügel zu sehen. Inzwischen wird mindestens genauso viel an Trumps Republikaner gespendet wie an die Demokraten, wenn nicht sogar mehr. Damit stellt sich langsam eine Situation ein, die ursprünglich während des Dotcom-Booms um die 2000er-Wende herrschte. Eine etwa gleiche Verteilung der Spenden an beide politischen Lager. Der Unterschied ist diesmal, die Polarisierung ist größer. An Kandidaten in der Mitte geht kaum noch etwas, womöglich auch, weil es die im aktuellen US-Politklima jetzt kaum noch gibt. Also wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass es natürlich Machtstrukturen gibt, wie gesagt, oberhalb der eigenen politischen Scharmützel, die da laufen zwischen Demokraten und den Republikanern. Und das ist noch einmal kurz angesprochen, Ende der 60er Jahre, die Straussianer, die Neocons und diese Leute, die dahinter stehen. Und wenn jetzt Donald Trump an die Macht kommt beispielsweise, versuchen dieselben Sumpfstrukturen natürlich jetzt wieder Donald Trump mit in ihre Reihe reinzubringen, beziehungsweise sich ihm unterzuordnen und ihn aus dieser Position heraus dann weiter steuern zu können. Und jetzt ist die Frage, ob Donald Trump das wirklich mitmacht oder ob er tatsächlich anfängt, jetzt für das aufzutreten, wofür er sich eigentlich hat vereidigen lassen oder vereidigen lassen wird, nämlich die Interessen der amerikanischen Bevölkerung zu vertreten. Ja, das werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es noch weitere Tech-Milliardäre, die an seiner Seite stehen. Zum Beispiel wegen seines Vizes J.D. Vance, der ja eines Tages sogar eventuell Trumps Stellung einnehmen könnte in der Republikanischen Partei. Der hatte ja vorher an prominenter Stelle im Silicon Valley gearbeitet, nämlich bei der Investmentfirma Mithril Capital in San Francisco, und die gehört Peter Thiel. Und Thiel selbst ist für manche deutsche Medien so etwas wie der rechte Tech-Teufel. Der war ja früher der Investor in PayPal und Facebook, und er ist einer der wenigen, der dort, wie es hier heißt, aus seiner libertär-konservativen Haltung nie ein Geheimnis gemacht hat. Und dann gibt's noch den Apple-Chef Tim Cook. Selbst der wendet sich inzwischen an Trump, hat sich wohl beschwert bei einem Telefonat, über das Trump geplaudert hatte, über horrende Strafzahlungen, die die EU seinem Konzern auferlegt hat. Und dieses EU-Vorgehen gleiche eher Mafia-Taktiken, hieß es demnach. Und Trump soll entgegnet haben, Tim, ich muss zuerst gewählt werden, aber ich werde nicht zulassen, dass Sie unsere Unternehmen ausnutzen. Das wird nicht passieren. Also man kann wirklich sagen, dass Silicon Valley, ja, das ist auf der Seite von Trump. Ja, und was das natürlich wirklich dann wird, das werden wir natürlich zeigen. Interessant ist, dass hier der Apple-Chef versucht, da schon die Kontakte raufzubringen, während der Apple-Gründer Steve Jobs, dessen Frau ja mittlerweile mit Kamala Harris auftritt und versucht, sie zu unterstützen. Auch eine spannende Situation, aber auch hier wird eine interessante Sache klar, wenn beispielsweise europäische Unternehmen einen US-amerikanischen Konzern an die Kandare haben will und sagt, pass mal auf, ihr habt hier bei uns Steuern zu zahlen oder bestimmte Gelder abzuführen, dass dann ein amerikanischer Präsident sagt, das wollen wir erst mal sehen. Ich bin der amerikanische Präsident und da werde ich mal sehen, was da passiert. Einen solchen Kanzler, den sollte man sich mal in Deutschland wünschen, wenn beispielsweise in Amerika eine Dieselaffäre gegen VW läuft und der ein Kanzler und die gesamte deutsche Politik sich dann hinstellt, das Rückgrat durchdrückt und sagt, hopp, Moment mal, wie geht ihr hier mit einem deutschen Vorzeigekonzern um? Stattdessen gibt man noch entsprechende Interviews in USA, wo man nochmal draufschlägt auf den eigenen VW-Konzern. Das ist der Unterschied zwischen Patriotismus und der Eigenhass, der dahinter steht. Also wer Trump in seiner Amtszeit beobachtet hat, in seinen 4 Jahren als US-Präsident, der weiß ja, dass Trump völlig andere Themen hat und eigentlich fast genau das Gegenteil macht von dem, was zum Schluss jetzt Joe Biden verzapft hat oder eben auch dessen Vorgänger. Ja, wir können die Daumen drücken, wir können, wer möchte, auch beten, dass es nicht vorher noch ein Ereignis gibt, das diesen
Lauf aufhalten könnte, denn es sieht wirklich nach einem Wechsel aus. Das hat ja Trump selber gesagt, das hat Tucker Carlson sinngemäß schon von sich gegeben, Elon Musk auch, dass diese Wahlen jetzt ausschlaggebend sind, nicht nur für den weiteren Verlauf in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern der ganzen Welt. Und wir haben in der letzten Woche gesprochen über den BRICS-Gipfel, der stattgefunden hat im russischen Kasan, wo viele neue Länder hinzukommen werden, auch schon hinzugekommen sind, und ein Gegengewicht zu dieser westlichen Sicht und Art und Weise zu regieren, das sage ich mal in Anführung, Andreas, und BRICS-Gipfel plus Trump könnte wirklich eine Veränderung auf der Welt der Verhältnisse sein. Ja, die Realität überholt jetzt die Journalisten, die mittlerweile so die komplette Deutungshoheit auch verloren haben, die sie über Jahrzehnte innehatten. Und ich glaube, das ist so einer der entscheidenden Funktionen. Denn ich glaube, wir haben einen Aufwachprozess, der jetzt gerade läuft. Und Donald Trump ist jetzt einfach nur eine Figur, die jetzt vorne steht. Unterm Strich gesehen geht es darum, dass jedes Land wieder zu sich selbst finden muss und wir jetzt in einen Wiederaufbau stattfinden, reinkommen müssen, aber tatsächlich eben halt den großen Absaugemechanismen, die großen Kapitalisten, die großen Milliardäre, die jeden Tag Hunderte von Millionen an Geldern absaugen aus dem gesamten Ertrag, den alle Menschen durch ihre Arbeit am Tag erbringen müssen. Das ist genau das Problem. Und diese Sauge, diese schwarzen Löcher, die quasi die gesamte Menschheit enteignen, die wir wiederfinden bei den selbsternannten eben halt Philanthropen, die müssen an der Kante wirklich abgeschaltet werden, nicht als Personen, sondern im Rahmen eines verzinsten Geldsystems mit diesen Spekulationsorgien, die gerade laufen. Und hier beginnt genau der Aufwachprozess. Und ich glaube, immer mehr werden das auch verstehen, was ich jetzt gerade versuche, in einfachen Worten hier zusammenzufassen. Du hast es super gemacht, Andreas. Und damit hast du uns auch ans Ende gebracht, Ja, toll. ans Ende dieses Podcastes. Ja, ihr Lieben, ihr seht, die Welt ist aufregend. Alles, was passiert, ist sehr aufregend. Zum Teil will es uns immer wieder in Panik versetzen, aber das können und sollten wir verhindern, indem wir in die Kraft kommen, in der Kraft bleiben und uns auf die Seite des Lichtes begeben und nicht etwa beim Dunkel bleiben, wo Angst und Panik dazugehören, sondern das Licht, die Schöpfung, der Schöpfer zeigt uns, wie der Weg sein soll. Ja, und wir beten für eine maximale Lichtsehnsucht bei möglichst vielen Menschen.